dann in irgendeiner Bahnstation, wo wir nicht wissen, wann der nächste ist. In 22 Minuten kommt der nächste. In 22 Minuten? Der fährt dann bis nach Bonn. Das heißt, also der fährt hier dann in 22 Minuten. Alter, 22 Minuten will ich ja nicht nach Kälte warten. Juhu, es ist der dritte Tag und wir warten jetzt auf den Bus, Zug. Der Zug, der kommt jetzt gleich und zwar unmittelbar da um diese Kurve. Bezweifle ich. Sekunden dürfte es soweit sein. Oh, der hat ein S4. Oh mein Gott. Thank you.
schon abgeführt gerade. Wir sind gleich wieder da. Wir schlüpfen in was Bequemeres. Meine Herren, ich wünsche einen fairen und ehrlichen Kampf, solange ihr beide es seid. Voll die epische Kamerafahrt und so, ne? Ja, jetzt Absturz auf dem Tisch. Wir haben Autogrammkarten von Gronkh, Sarrazin, Sarge Strumpel und Fotos auch mit denen gemacht. Ja, die Hans auf seinem. Facebook. Ja, ach stimmt. Wenn ihr Hans als Freund bei Facebook habt, könnt ihr das anschauen. Wenn nicht, ich häng's hinten ans Video dran wahrscheinlich. Oder auch nicht.
Mal schauen. Ist da noch irgendeine Bahnstation, wo man nicht wissen, wann der nächste ist? In 22 Minuten kommt der nächste. In 22 Minuten? Der fährt dann bis nach Bonn. Also der fährt hier dann in 22 Minuten. Alter, 22 Minuten will ich ja nicht nach Kälte warten. Jetzt ist es gerade 23 Uhr, wie ihr da oben sehen könnt. Ja, was ist das jetzt so? Das ist der Autogrammstand. Wir finden gerade aus irgendeinem Grund den Bahnhof nicht. Ja. Wir müssen mal gucken, wo der ist. Der ist da drüben, aber wir finden den Zugang gerade. Ja, halt irgendwo da drüben. Ai, Hotel, was ist denn das schon wieder für ein Zeug? Ja. Yeah. Auf Köln auf jeden Fall übelst geil. Hier an der Domplatz ja. Und so. Sehr nice. Sehr nice würde eine bestimmte Person sagen, Raffi, die ich jetzt nicht fahren? Erwähnen möchte, weil er es möchte. Also wir sollen 30 Mal Raffi sagen. Raffi. Ja, okay. Oh, ihr seid's. Kommt mal rein. Jo, an meiner Hut, jo. Das ist mein fettes Zimmer, jo. Ein Lichtschalter an der Wand. Und ja, mein Bett und dort ein Bett. Das ist für mich und das ist auch für mich. Wenn ich die zusammenschiebe, habe ich ein Riesenbett. Und ich habe eine Lampe mit Bewegung. Guck mal hier. Ich mach Wasser. Und wir haben ein Fenster und ein Handtuch. Und hier kann man rausgucken und man sieht... eine Sparkasse, die überfalle ich immer. Und ja, dann haben wir noch zwei Cent auf dem Tisch. Das ist eine kleine Hoftour, das kann man auch mal hier so eine Ikea-Lampe vorstellen. Die geht nämlich auch anzuschalten. Nicht da, sondern da, nicht da, okay. Und ich habe noch einen Schrank, da habe ich mich gestern schon mal drin versteckt. Ich glaube, da kommt auch noch ein Bier zu. Ist das überhaupt hier oder so? Nicht reingeguckt. Das ist das Verbandskasten, den ich. Ihr seht schon, hier gibt es viele Schlägereien. Schon aufgerissen. Naja, egal. Okay, kurz, das war's eigentlich schon mit der Roomtour. Vielleicht filmen wir nochmal dann später auf der Messe oder in der U-Bahn. Je nachdem, wie Georg das hinkriegt, denn der Kameraakku ist eigentlich noch relativ voll, aber der hat eigentlich kaum was gefilmt, oder? Ich weiß nicht, so viel Material war es diesmal auch nicht. Du brauchst nicht mit der Hand wackeln. Okay, bis dann und tschüss.